Zwergvieh, Entschuldigung, bitte, aber ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen, bis ich irgendwie in einer Boutique gelandet bin. Und als ich dort dieses tolle Outfit gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. Es war das letzte Exemplar. Dabei bin ich mir nicht mal sicher, ob ich den Mut aufbringen kann, es auch zu tragen. Aber mein Ausflug war nicht ganz umsonst. Eine der Verkäuferinnen hat mir verraten, wo ich die Bibliothek von Malichir finden kann. Sie war ganz in der Nähe. Lillys Look hat sich tatsächlich kaum geändert seit Anfang an. Und mein Look verändert sich halt irgendwie auf jeder Insel komplett. Halt irgendwie. Jetzt habe ich den gerade komplett verworfen und einen neuen Look kreiert. Dazu mal im letzten Part nachgucken. Am Ende habe ich da was gemacht. Lang ist's her, Zwangfee. Deine Insellandschaft geht gut voran, wie ich sehe. Das wird den Schutzpatron freuen. Möchtest du mich nicht deiner Freundin vorstellen? Mein Name ist Lilly. Tut mir leid, dass mein Pampros dich eben so erschreckt hat. Du siehst nicht so aus, als wärst du auf Inselmannschaft. Oder irre ich mich da? Ich interessiere mich für die alten Ruinen, weil, nun, ich habe meine Gründe. Du bist neugierig, das gefällt mir. Ich kann auch gerne euch den Weg zeigen. Verlasst euch doch mal drauf auf mich. Mein Pampros sieht nicht sehr stark aus. Zwei Passagiere sind für ihn aber trotzdem ein leichtes. Vielen Dank. Vor allem so zwei leichte Damen hier. Es sind ja hier zwei schlanke Leute hier. Die Zwergenfee und die Lilly. Das wird ja kein Problem sein. Zuerst sollen wir aber in die Bibliothek vorbeischauen. Mach ich sofort. Achso, ich werde sofort mit reingezwungen. Ja, weiter geht's mit der Story hier. Und ich sehe ungewöhnlich aus, aber ja, daran werden wir uns gewöhnen. Ich bin auf der Suche nach einem alten Buch. Dieses Buch enthält eine Legende, von der mir Professor Burnett erzählt hat. Sie sagt, dass die legendären Pokémon von Anwohner eigentlich aus einer anderen Welt kommen. Jo, da sind wir in der Bibliothek dann. Psst, das ist eine Bibliothek. Du wirst leise sprechen. Ganz leise. Psst. Nicht so laut. Hier wollen einige Leute lesen. Naja, dann erkunden wir mal die Bibliothek, oder was? Ich meine, dann erkunden wir mal die Bibliothek, oder was? Zieh mal hier den Herrschersticker ab. Und nimm ihn mir. Ich habe insgesamt 31 Herrschersticker gesammelt. Schön. Na dann. Seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eckladum zu einem neuen Part. Pokémon und Ramot mit dem Zwergenfürst. Part 31 sogar schon. Ich würde mal sagen, wir können jetzt auch mal ein bisschen lauter reden jetzt hier. Das ist, ja, ist jetzt, glaube ich, mal in Ordnung. Ich glaube, das ist ganz akzeptabel, wenn wir das hier in der Bibliothek machen. Ich darf das. Ich darf hier lauter sprechen. Ja. Okay, Lee ist nach oben gegangen. Dann würde ich mal nach oben gehen. Ja, da geht's weiter mit der Quest. Quatsch, nicht mehr der Quest, mit der Story. Das Buch ist sehr wertvoll. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es überhaupt ausleihen dürfen. Meinst du vielleicht das hier? Wirf ruhig einen Blick rein. Wie? Oh, vielen Dank. Mal sehen. Oh, hier, der Titel lautet Das Licht von Anola. Plötzlich tat sich am leeren Himmelszelt ein Loch auf und heraus trat eine Kreatur, die vom König Alolas als Mondherbringer verehrt wurde. Die Kreatur tauchte alles ringsum in Finsternis, als es die Schutzpatronin der Insel niederrang.
und sie sich untertan machte. Die Linie der Könige Alolas war für der Flutärmchen von der Dunkelheit des Mondbüringers erfüllt. Dieser wies nunmehr all jenen Wesen den Weg, die ihnen ihren Lebenskreis vollendet hatten. Gemeinsam schufen die Kreaturen des Mondes und ihre Gegenstück, die Kreaturen der Sonne, so neues Leben, über welches zu wachen die Schutzpatrone bestellt wurden, um ihr Dankbarkeit gegenüber dem Mondbringer Lunala zum Ausdruck zu bringen und Ausdruck zu verleihen. Ließ man fortan den Klang zweier Flöten an einem Podium ertönen. Spannend, oder? Die Bücher meines Vaters sind alle so mitreißend. Ich bin übrigens Lola. Wie bitte? Aber wie kommt es, dass dein Vater solch ein altes, wertvolles Buch besitzt? Tja, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich stamme von einem alten, ziemlich beeindruckenden Volk ab. Das Buch muss leider in die Bibliothek und muss in der Bibliothek bleiben, damit es auch nicht von anderen Pokémon angeknabbert wird. Ich kann euch noch viel mehr über die Legenden Alolas erzählen. Das freut mich zu hören. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile hier. Auf dich wartet die nächste Prüfung, richtig? In einem meiner Bücher stand, dass die Prüfung vom Typ Elektro auf Ola Ola nur über einen Bus vom Route 10 aus erreichbar sei. Auweia. Was habe ich im letzten Part über Pokémon vom Typ Elektro gesagt? Das wird eine schwierige Prüfung für uns. Sei denn, ich kann Karpodorowskin ein bisschen trainieren. Sei denn, das gelingt mir. Dann ist natürlich der Erfolg schon ein bisschen wahrscheinlicher. Mit Gyarados in meinem Team. Du ziehst den Herrscherstick ab und nimmst ihn dir. Nimmst ihn mit. 32 Herrschersticker. 32. Ja genau. Das ist fließend nuschelisch. Das ist meine Sprache. Nuschelisch. So, ja. Na, hier haben wir noch einen Herrschersticker, den ziehe ich mir natürlich ab. 33 habe ich schon. 33 Herrschersticker. Und das sieht doch glatt nach einer Arena aus. Ja klar, das Symbol dort oben. Das ist doch eigentlich eine Arena, oder? Betreten wir mal die Arena. Eine Arena in Alola? Was? Hey, warte. Du, Kanto. Ich meine natürlich. Hey, warte. Du, Kanto, Champ in Spee. Der Chef meinte, in Kanto müsse man alle wichtigen Pokémon-Begriffe laut schreien. Das muss doch ein Missverständnis sein, oder? Wie auch immer. Das hier ist auf jeden Fall die Kanto Arena. Für nur 1000 Pokémon darfst du hier eintreten. Ein Caps Lock geschrieben, los geht's, Arena. Oder ich gehe weiter. Die Musik kommt mir bekannt vor. Im Hintergrund. Ja, kommt mir irgendwo her bekannt vor. Ja, dann schreien wir mal die Antwort. Los geht's! Okay, ein Kind unter 15 Jahren. Das macht dann 1000 Pokédollar für den Eintritt. Ein Getränk gibt's gratis dazu. Einverstanden? Ja! Und wenn das mal kein... Wie hieß das Ding nochmal? Vielen Dank, hier hast du ein Getränk. Sprudel. Ich bin mir sicher, es hieß in der Kanto-Region anders, aber egal. Sprudel wurde in der Medizintasche verdaut. Wir haben eine neue Herausforderin. Bah, sprechen kann er auch nicht mehr. Der Zwengi. Viel Spaß in der Kanto-Arena. Jo. Ein kleines Haus, das an... Oh ja, das hätte sie noch erklärt, wenn wir Arena gefragt hätten. Viel Spaß in unserer Arena. Hat alles, was ein waschechte Kanto-Arena eben so braucht. Mülleimer, Trainer, Arena-Leiter, Sprudel. Ja. Es ist ja eine kleine Arena.
ein Haus, das an einer Arena aus der Kanto-Region, also aus Pokémon. Ich kenne es aus Pokémon, sag nichts Falsches. Hardgold und Soul Silver. Und daraus kenne ich diese Arena. Also, es ist, also scheint es die Kanto-Region zu sein. Oha, am Boden des Mülleimers ist alles voller Getränke und Eiswürfel. Hoho. Also in der Kanto-Region war da nur Müll drin. Ja. Am Boden ist nur Müll drin. Ja. Irgendwo ist dann ein Schalter. Ja. Nur Müll, nur Müll, nur Müll. Och, ich finde das schön hier. Eine Arena in Pokémon Ultramond. Man kann vielleicht auch gegen die Leute kämpfen, oder? Nur Müll hier drin. Hier sucht man nach einem Schalter. Das ist bestimmt kein Schalter. Das ist bestimmt nicht kein Schalter, das wäre ja herkommen. Wozu brauchen wir denn einen Schalter? Das ist ja hier. Ist ja hier eh schon der Weg frei. Oh, hier haben wir schon eine Trainerin. Wenn du die vier Pokémon-Trainer in der Arena besiegst, darfst du den Arena-Leiter herausfordern. Ach so, das ist der erste hier. Ah, ich dachte, in der Kanto-Arena gibt es ja schon bei den Mülleimern dort Leute, die man besiegen kann. Kanto-Arena-Kämpferin Claudina fordert dich heraus. Ja, spitze. Ich habe mit deinen Pokémon. Das ist doch glatt wie heißt das Pokémon? Ein Imantis. Diesmal könnt ihr es sogar umsehen. Ja, das habe ich mal ein bisschen geändert. Ja, passt irgendwie. So, ja. Ich würde ja gerne Dave trainieren, also mein Carpador, was ich Dave genannt habe. Aber ja, ich habe ein bisschen Angst, berechtigterweise, weil das passieren kann. Also am besten würde man es einsetzen und zurückziehen und ein anderes Pokémon einsetzen. Das ist dann halt effektiver. Ich würde mal sagen, los Steve, du kannst es doch schaffen. Stevens, mein liebes Viech hier. Setz Schnabelkanone ein, das ist doch eine neue Attacke von dir, oder? Irre ich mich da. So, Laubklinge, das wird dir nicht viel bringen. Steve ist schon in seiner Endform. Und setzt jetzt Schnabelkanone ein. Bats! Das war's. Da war es mit dem Imantis geschehen. Da war es um das Imantis geschehen. Kanto-Arena-Kämpferin Claudia wurde besiegt. Was für ein gnadenloser Kampfstil. Ich bin doch bestimmt nicht die Erste, die du besiegt hast. Zwangfee gewinnt 928 Poké-Dollar und geht siegreich gegen die Arena-Trainerin hervor. Ach ja, wie sehr ich diese Arena-Kämpfe vermisst habe. Hab's ewig nicht mehr gemacht, muss ich wirklich sagen. Das ist also, ja, also das letzte, was ich gespielt habe, war Pokémon Sonne. Und ja, das war 2017 und 2016 habe ich dann Pokémon Y gespielt. Also das ist schon eine ganze Weile her, seit ich das letzte Spiel mit einer Arena gespielt habe. Dann wird mal wieder Zeit. Rekrutenanfragen wegen Pokémon-Kämpfen werden grundsätzlich erst angenommen, wenn du alle vier Pokémon-Trainer in der Arena besiegt hast. Ah, müssen wir also im Müll-Eimer-Bereich doch noch nach Leuten führen. Suchen, natürlich nicht führen. Ein großer leerer Raum voller Mülleimer. Die Leute in Kanto haben einen merkwürdigen Geschmack, was in eine Richtung angeht. Jo, das kann durchaus sein. Dass die Kantoaner, ja, so könnte man die nennen, die Kantoaner, die Kantobewohner, ja, einen komischen Geschmack haben. Ich kann es nicht beurteilen, nicht wirklich. So, Mary, einmal Felsgrab einsetzen. Na dann. Ich habe letztens erst herausgefunden, dass Mary. Ich verrate nicht ihren echten Namen, das ist also aus Respekt. Also und auch vor aus datenschutzrechtlichen Gründen, bla bla und so weiter. Mache ich das nicht. Aber ich habe gerade erst herausgefunden, dass Mary überhaupt nicht Maria oder Marie heißt oder sowas. Dass Mary gar nicht die Abkürzung für so einen Namen ist. Also normalerweise ist sie ja Mary oder so. Mary has a lady oder sowas. Mary has a baby, natürlich.
Nee, ist klar, also das, also der übelste Versprecher in der. Der Versprecher. Oh, jetzt, ich schneide es gerade erst. Oh, der Versprecher. Jedenfalls nicht weiter drauf auf den Versprecher eingehen. Mary heißt gar nicht Maria oder Marie. Das kommt vom Meerschweinchen. Marys Meerschweinchen. Ja, hätte ich das ahnen sollen. Hätte ich das irgendwoher wissen sollen. Eine Moderatorin auf meinem Discord-Kanal für die Leute, die es noch nicht wissen. Ja, interessant, also hätte ich nicht sehen können. Hat sie mir dann irgendwann mal gesagt, habe ich sie gefragt, wie heißt denn eigentlich mit Vornamen? Das würde mich mal interessieren. Heißt du jetzt Maria oder Marie? Und sie hat gesagt, nö, ich heiße... Ja, das habe ich jetzt groß zensiert. Hat den Namen nicht. Toll, wenn du so weitermachst, bist du bestimmt bald der Champ der Kanto-Region. Sanctuary gewinnt 928 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen die zweite Arena-Trainerin hervor. Ja, und oho, ich muss euch ja noch was ansagen hier während des Parts, wo wir ja schon gerade im Real Talk sind und schon über Themen außerhalb des Spiels schwafeln. Ihr kennt doch bestimmt das Video Viva la Waldorf. Oh, da ist der nächste Trainer. Also, was heißt Video? Filmchen. Der 2017, der Juli 2017 rausgekommene Zwergenfürst-Film. Ja, ich rede gleich im Kampf weiter. Ein Pokémon-Kampf! A la Kanto! Das wird ein Spaß! Jo, los geht's in den Kampf. Kämpfe und Real Talk, das ist doch immer das Beste. Ja, wie auch immer, wenn ihr es nicht kennt, guckt es euch nochmal an. Der Viva la Waldorf-Film hat jetzt glatte 1000 Aufrufe bekommen. Ja, ordentlich. Das heißt, im besten Fall haben das knapp über 900 Leute sich angeschaut. Das ist ein kleines berühmtes Filmchen, ja. Falls die Hauptdarstellerin Annelie gerade zuschauen sollte, Props gehen nochmal raus an sie. Du bist jetzt eine kleine Berühmtheit. Und der Film ist auch so eine kleine Berühmtheit. Also 1000 Aufrufe ist schon ein Erfolg bei meinem Kanal. Das sehe ich schon für mich als Erfolg an. Ist immerhin jetzt, glaube ich, auf Platz 3 oder Platz 2 auf meinen meistgeklicktesten Videos auf meinem Kanal. Nicht zu verachten. Sollte man nicht verachten. Ist sehr erachtenswert. Da war es nur noch ein Trainer, den wir besiegen müssen. Du bist es nicht, aber du bist es. Das sind immer die Mädchen hier. Seltsam. Willkommen in der Kanto Arena. Ich gehöre zu den Trainern dieser Einrichtung. Man nennt mich einfach Alfreda. Auf geht's. Alfreda, du forderst mich nicht heraus. Ich fordere dich heraus. Arena-Kämpferin Alfreda mit ihrem... Ich weiß nicht, wie das Pokémon heißt. Sag es mir an, Spiel. Mit ihrem Kusilla. Ja, okay. Einmal Pflücker einsetzen, dann haben wir es, glaube ich, auch schon fast. Ich jedenfalls feiere das sehr. Das Viva la Waldorf-Filmchen so oft gesehen wurde. Also, mir geht es ja nicht um die Klicks, aber... Also, mir geht es darum, dass es gesehen wurde. Und das finde ich richtig geil, dass über 900 Leute... Also, nicht jeder... Da könnt ihr euch mal davon verabschieden. Also 1000 Klicks heißt nicht, dass das 1000 Leute gesehen haben. Da gibt es bestimmt Leute, die da 5 oder 10 mal drauf geklickt haben. Das ist garantiert. Also ja,
Aber so 900 Leute, die haben das, über 900 Leute, die haben das schon gesehen. Das ist der Wahnsinn. Und es freut mich sehr, dass das so Zuspruch findet. Ein ganzes Jahr habe ich mich damit beschäftigt, mit diesem Film. Über ein Jahr, glaube ich, sogar. Und habe da wirklich dran gearbeitet und habe das wirklich gebastelt, das kleine Filmchen. Das war so ziemlich bisher das aufwendigste Projekt auf meinem Kanal. Wer es noch nicht gesehen hat, zieht sich's rein. Hey, Rekrutin! Du forderst mich zum Kampf heraus! Du weißt, das habe ich jetzt überblättert. Mein Kanto-Pokémon ist unschlagbar. Es hat das Schlachtfeld bis jetzt immer siegreich verlassen. Ja, irgendwann ist immer das erste Mal. Er hat nur ein Pokémon als Arenaleiter. Was für ein Schwachkopf. Ein Schwächling und ein Schwachkopf. Ein Machomai. Ja, ein Machomai ist das. Das erkenne ich doch gerade so noch. Nein, ein Machomai. Au. Schande über mein Haupt. Ein Mashok. Ja, ich bin. Ja, wie gesagt, ich hab lange kein Kanto, Sinnoh oder Johto-Spiel mehr gespielt. Also diese älteren Regionen, die kenne ich gar nicht mehr. Die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Das ist auch Schande über mein Haupt. Es wird Zeit, dass ich das wieder spiele. Dass das nächste Let's Play mal wieder ein richtig altes Spiel wird. Komm, es wird so Zeit. Oh, okay. Steve wurde ordentlich verletzt. Schnabelkanone. Jo, da war es um das Mashok geschehen. Ja, dann haben wir wohl die Arena geschafft. War eine leichte Arena. Ich habe sie aus Kanto ein bisschen schwerer in Erinnerung. Mein Kanto-Pokémon waren wirklos. Zwergenfee gewinnt 928 Pokémon. Donnern geht sich gleich aus dem Kampf gegen den Arena-Leiter hervor. Oh nein, du bist sehr stark, Rekrutin. Na gut, Trainer. Hiermit verleihe ich dir den Gewitterohren. Du hältst den Gewitterohren. Dann den leuchtenden Gewitterohren bekommen nur Rekruten, die mich besiegt haben. Trage ihn also mit Stolz, auch wenn es nur ein bescheidenes Werbegeschenk ist. So, weiter geht's mit den nächsten Geschenken. Weil du mich zum ersten Mal besiegt hast, soll dieses wunderbare Überraschungspaket von nun an dir gehören. Für einen kulinarischen Kanto-Kenner, ich meine natürlich Kanto-Kenner, wie dich, genau das Richtige. Du hältst eine Box mit dem Aufschrift Arenaleiter Spezialset. Dieses Set enthält 10 Flaschen Sprudel und ein paar Pokebohnen. Das gibt dir genügend Power, um deinen Gegner Blitzbratz von deiner Bildfläche zu fegen. Blitzbratz! Lass es krachen und genieße die kulinarischen Köstlichkeiten, Rekruten. Ich würde mich freuen, wenn du eines Tages wieder zum Appell in unserer Kanto-Arena antreten würdest, Rekruten. Klar doch, immer wieder gern. So, das war Mani City. Ich schaue mir mal meinen Orden an. Aha, da ist er, der Gewitterorden. Kann ich mir den irgendwie anstecken? Nee, ich kann ihn einfach nur halten. Ich kann ihn betrachten und schön finden. Ein Werbegeschenk, das man in der Kanto-Arena erhält, erscheint sich dabei, um die Nachbildung eines Odens einer bestimmten Arena zu handeln. Ja, okay. Dann halt nichts. Ist halt ein Ash-Pikachu. Er braucht halt ein Ash-Pikachu oder was. So. Und hier haben wir Malihe Gemeindezentrum. Kulturelle Aktivitäten sind unser Spezialgebiet. Einmal reingeguckt, was gibt's hier zu sehen? Ganz egal, ob Sonne und Regen, ich habe immer Lust zu tanzen. Das freut mich doch sehr. Quap! Auf dem Tisch sind jede Menge regionaler Spezialitäten aus Malihe City aufgereiht. Pandir, starrt dich an. Was möchtest du tun? Na, dieses Spiel. Ich drehe mich erstmal nach rechts. Komm, lass uns ein bisschen spielen. Die Zeit muss sein. Komm, Pandir ein bisschen spielen. Pandir freut sich drum. Ich möchte mehr spielen. Guck-Guck-Spiel machen wir. Wo ist die Zwergfee? Da ist die Zwergfee. Hui!
Ja, so ungefähr. Nochmal das Kuckuckspiel. Wo ist der Pandir? Da ist der Pandir. Hui! Und was für ein spannendes Spiel. Verabschieden wir uns. So. Haben wir mal ein bisschen mit Pandir gespielt. Oh, der Raum ist ein bisschen weiter, als ich gedacht hätte. Oh, Team Skull! Was zum... was willst du hier? Team Skull hier, im Haus, was zum Geier? Was macht ihr hier? Was soll das? Das ist nicht meins. Hast du ein Problem damit? Dann kämpfen wir. Nee, keine Lust. Kämpfen jetzt nicht unbedingt. Nicht gegen euch. Ich habe einen Fensterstein gefunden, weiß aber gar nicht, was ich damit anfangen soll. Ich habe weder ein Dukolis noch ein Kramurx oder irgendein anderes passendes Pokémon. Ja, dann fangen die halt eins. Komm, ich trainiere mal meinen Carpador bei euch. Ach, da muss ich es erstmal heilen. Ab zum Pokémon Center. Auf und davon. Mit Carpador wird sich das doch machen lassen. Mit Carpador gegen Team Skull, ja. Würde doch fast machbar sein. Was soll das? Das hier ist meins. Hast du ein Problem damit? Dann kämpf mit mir. Okay, los geht's. Du werdest es zeigen. Ernst jetzt. Attacke! Da zeigen wir mal ihr, wo der Hammer hängt. Jo, Team Skyrim fordert dich heraus. Viel, viel los hier heute in diesem Part. Aber gut. Das kriegen wir gemanagt. Los, Dave! Dave setzt Klatsch ein. Nein, setzt er nicht. Das Tackle ein. Die einzige andere Attacke, die er hat. Bats. Mal sehen, wie viel es bringt. Nicht viel. Ich sollte ihn zurückziehen. Das ist eine Weisheit, die wir gerade erst festgestellt haben in der Arena. Daran sollten wir uns auch mal halten. Wie wäre es denn, wenn ich Steve mal wieder einsetze? Der war doch in der Arena ganz gut. Der hat doch gute Sachen vollbracht. Na denn, Steve, tu dein Bestes und beschere meinem Carpador ein paar neue Erfahrungspunkte und vor allem eine Entwicklung, eine baldige Entwicklung. Das wäre sehr gut. Das muss ich sowieso noch aus Spiel machen, aber jetzt vielleicht im Part kann man es schon mal anfangen. Zack, komm, hau rein. Garstella besiegt. Team Skullrüppe besiegt. Spitze, das mal wieder gemacht. Dave erhält ein paar Erfahrungspunkte. Na komm, next level. Nein, nicht. Nicht next level. Mist, das war's. Zwangwege gewinnt 896 Pokémon Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Team Skullrüppe hervor. Mal wieder. Jo, wir haben's gewonnen. Jo, was soll das? Das war mein ganzes Geld. Dafür kannst du mir dieses Colorido-Skulptur ab 100 Pokémon Dollar. Los, lass rüberwachsen, yo. Wofür kaufst du? Also ich soll dir was abkaufen hier, oder was? Eine Skulptur. Kann sie behalten. Bin das irgendwie von down, ernst jetzt? Tja, Pech gehabt. Willkommen. Ich will etwas kaufen. Was gibt's denn hier? Oh, Klamotten. Ein komplettes Team Sky Outfit kriege ich ja nicht. Das wird doch lustig. Vielen Dank. Doch mal cool, das zu kaufen. Los, in die Trainerschule oder was? Ja, auf jeden. Da mir dieser Part schon sehr lang vorkommt, also die Rohdatei zumindest scheint schon etwas sich hinzuziehen, würde ich sagen, beenden wir diesen Part an dieser Stelle. Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit Zwergfest verpassen wollt. Ja, ansonsten. Nicht ansonsten, sondern. Da geht's mit der Story weiter, oder was? Habt noch einen angenehmen, frostlichen Tag. Gehabt euch wohl und haut drinne. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, adios. Haut drinne, man sieht sich. Bis dann.